So, wir kommen wieder zu Let's Play Together. FIFA 13. Wir spielen Köln gegen Kaiserslautern. Genau. Ich bin Köln, der Daniel des Kaiserslautern. Mal gucken, was hier abgeht. Und dann wollen wir mal. Wir haben den Aufstieg für beide Mannschaften. Seit wann kommentierst du? Jetzt auch noch nicht. Ah, gut, mit dem Fuß dazwischen gegangen. Oh, und jetzt bewegen sie sich nicht. Aha, doch. Clemens. Und dann muss er natürlich ernst nehmen jetzt. Da gedreht. Ja, von 3 Minuten 3 Tore geschossen. Meine ich, war das. Oh, das ist schön, die Flanke. Der erste Andeutung hier von Köln. Das ist so behindert. Es ist viel einfacher, nicht an den Ball zu gehen, ey. Idrissou! Oh! Ein Horn im Tor. Ex-Schalker Baumjohann. Und Ex-Bayer auch noch. Und Ex-Bochumer. Mimo und Azuak. Er versucht es einfach mal. Ja, Wahnsinn, ey. Ach, Scheiße. Ich hab dann noch hier auf der Bank diesen Jong These oder so. Der war doch auch von euch. Ja, das stimmt. Ah, also Lautern versucht jetzt ein bisschen mehr als Köln. Oh, ja. Und Köln! Ki, und die ist schön, die ist schön! Ja, das! Oh. Jetzt Konter, komm! Nix mit Konter, ey. Gib mir die Pocke. Ah, komm, zieh durch! Also über die Außen sind die Kölner stark im Moment. Ah. Abgefangen. Oh. Ah. Ja. Noch eigentlich keine richtig... Ja doch, du hast diese Chance gehabt. Oh. Na, ah, war zu schnell für den Utscher. Muss auch sagen, wir spielen nicht auf Hilfe. Den kommt man hier manchmal ein paar Fehlpässe zustande. Ja, das muss man nicht sagen. Das ist klar. Wer hier irgendwie Spaß an dem Spiel hat, spielt es nicht mit Hilfe. Ja, Spaß an dem Spiel ist falsch. Wer die Herausforderung sucht. Ey, da kommt er durch, da geht's ja gar nicht. Ich drück gar nicht mehr sprinten, der sollte den direkt stoppen. Ja, jetzt gibt's Eckball. Oder? Was? Ja. Hab ich aber ganz anders gesehen, da war doch dein Fuß. Muss ich mal hier neutral sein. Oh ja, es ist... Vielleicht einfach mal was trauen! Oh! Lehmann! Ja. Dachte, er wäre Sky-Experte. Schön. Boah, das sind tolle Bälle. Also zumindest der Ansatz ist super, aber dann der letzte Pass, ey, der ist echt scheiße. Was? Sah komisch aus. Es geht schon gut hin und her. Vielleicht jetzt nicht so das Spiel mit den meisten Torchancen, aber taktisch, ja. Ist ja zweite Liga, hier ist mehr Kampf. Genau, da geht's mehr. Der Schiri steht da voll im Weg, ey. Aber echt. Pappnase, ey. Ja. Den bringt er unter Kontrolle noch irgendwo. Auch gut von dir gemacht. Hätte ich vielleicht hochspielen sollen, ja. Jetzt ist da in der Mitte ziemlich viel offen. Und so kann man sich eine Torchance erspielen. Oh! Das ist jetzt kein Eckball! Das ist genau dieselbe Situation wie bei euch, ja. Da weiß man, wer das Geld investiert hat.
Oh, jetzt hier, der Ucho, der macht das komplett alleine. Oh ja. Oh, da hätte ich gehen können. Ja, ja, ganz genau. Ganz genau, ja, locker. Ganz ruhig bleiben. Hier, die Hände sind weg. Vom Pad, aber das ist auch manchmal nicht gut. Mal gucken. Das geht besser. Jetzt nicht in den Konter reinrennen. Oh, der. Abseits, oder? Ah, weiß ich nicht. Im Moment sieht's nicht so nah aus. So, das geht schnell über die Außen. Bröcker. Ja, aber da. Da mache ich über die Wege auch kein Geheimnis. Da fehlen die Überraschungen. Oh. Das war eine Überraschung. Oh. Die hätte sitzen müssen. Idrissou. Und er hat den Platz jetzt an der Stelle. Und der Pass war nicht schlecht darüber. Ein bisschen nachrücken. Das dauert so lange. Schön. Ah. Es ist kein schlechtes Spiel, das möchte ich ganz klar sagen hier. Da ist der Kampf dabei, man merkt das. Mehr Kampf als Krampf oder was? So, jetzt mal, vielleicht Platz. Oh, jawohl, da. Ganz stark. Oh, die Kölner mit mehr Offensivbemühungen, also das hat so ein bisschen mehr Hand und Fuß, habe ich das Gefühl. Ist meine persönliche Einschätzung. Kaiserslautern kontert mehr, obwohl. Statistik hier mehr für dich spricht, ja. Aber gut, wie gesagt, der letzte Pass, der funktioniert da nie. Aber die Bemühungen, die sind da deutlicher. Das kann diese Statistik irgendwie nicht zeigen. So. Der ist gut! Oh! Nicht gut genug. Sippel! Jetzt müssen wir halt jetzt machen hier. Fällt mir überhaupt nicht. Oh oh. Nee, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ich reinrutsche. Oh, der ist so langsam. Oh ja. Idrissou wartet in der Mitte. Da ist er! Der ist fast gewesen, ey Mann. Und Horn, drück den mal wieder raus hier. Fortunis. Ja, Fortunis, ey, ich drück doch schon. Das ist ein gutes Spiel, ey. Das ist. Vielleicht jetzt wirklich nicht die Offensive. Ja, was ist denn das, ey? Der hat mir abseits, ey. Jetzt mal aufgepasst, so. So ein Konter kann ihm mal gefährlich sein. Wie gerade. So, die Kölner. Mal wieder mal, vielleicht mal mit einer Bemühung. Aber. Der war schön. Oh, der war richtig gut herausgespielt. Aber wie gesagt, der letzte Pass dann, der war. Ja, der diesmal in dem Fall war es nicht der letzte Pass, sondern der Schuss hat gefehlt. Dann aber auch an der Stelle großes Kompliment an die Pfälzer. Oh, aber die Flanken. Oh. So, jetzt. So, jetzt machen sie hier. 4-3. Haben sie noch nicht gut ausgespielt. Ja, jetzt ist da hinten. Oh.
Oh, da war mehr drin gewesen, wahrscheinlich. Macht er denn? Nein! Au. Der Ucha! Die hundertprozentige. Ja, aber dann legt er sich auch ordentlich vorbei, also. Aber natürlich gar nichts. Was hatte der da plötzlich für Träume gehabt? Meine Fresse, ey. Ist aber ganz schön Na, träge. da muss er doch direkt hoch. Er Nee, ist weg. der ist weg. Weiß gar nicht, in welcher Minute wir sind. Das ist eigentlich ein gutes. Also ich bleib dabei, das ist eigentlich ein gutes 0-0. Na. Noch 20 Minuten hier. Da muss jetzt mal einer draufgehen und der lässt dann zu viel. Zu viel Raum. Ja. Da Scheiße. spielt er sich selber aus. Aber echt. Der Asorg ist auch noch nicht fit. Gucken, Und verletzt. ob der Horn den Ball jetzt besser abbringen kann. Oh. Ne, geht doch weiter. Oh, schön noch den Fuß reingekriegt. Also Kompliment an beide Defensivreihen, die sind gut. Oh. Vielleicht durch eine Standard mal. Oh! Und da Idrissou köpft das Ding rein. Das gibt's doch nicht. wenn es aus dem Spiel nicht klappt, dann muss sowas helfen. Das gibt's doch nicht. Ja. Muss Köln was tun. Jetzt sind die Kölner erstmal in den Vollzeitbemühungen drin. Nein! Aber Standards hatten die Kölner nicht. Nur eine. Boah. Boah. Ha, Nur jetzt einen kleinen entscheidend. Freistoß. Soweit ich weiß. So. Ja, das war schon. Hatte sich angedeutet, dass das gefährlich wird. Und jetzt Idrissou, der muss ihn nur reinlegen Oh. eigentlich. Oh Mann. Das hätte das 2 zu 0 sein müssen. Nächste Standard. Oh. Nächste Mal lässt dann da schon wieder jemand freistehend gelassen. Nein! Den kriegst du doch! Der ist Oh. toll! Oh Mann! Jawohl. 86. Da sagt er, gefällt mir nicht. Nein, da wäre es besser gewesen, nicht an den Ball zu gehen. Oh, ich hasse das. Oh, Ist. Hauptsache Abschluss. 88. Minute. Und Horn haut den raus. Der Ucha, der hat schon mal ein Kopfballduell gewonnen. Nein. So doch nicht. Was kann man den Kölnern hier vorwerfen? Offensiv fehlten dann einige Ansätze im Moment. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt lauf doch mit, du Huren! Jawohl. Eckball, Eckball, jetzt haben wir auch mal einen Eckball. Was? Abstoß. Abstoß! Ey! Ist jetzt so blöd, den Ball zu kontrollieren. So, das muss es jetzt eigentlich gewesen sein. Pfeif ab! Ja, der wird auch abpfeifen. Jawohl! Mann! Und damit gewinnt der FCK mit 1 zu 0 gegen Köln. Scheiße, wir gucken uns die Spiele an. Ich fand das Spiel war gut eigentlich.
Spielstatistik sagt, ja, du hast dann im Endeffekt mehr Schüsse aufs Tor gebracht. Das ist eben das, was ich schon sagte. Irgendwie die Kölner, ich fand, dass ich immer noch bis vor Die dem sind Tor voll schöner durch gespielt Ordnung. habe. Aber dass die jetzige Bedingung, so wie es jetzt war, auf jeden Fall. Ja, wer ist jetzt gerade eigentlich gekommen? Das nervt mich ja immer am meisten im Let's Play. Wahrscheinlich der Nils. Super. Deshalb erstellen wir einen Teamspeak-Raum namens Let's Play. Ach so, sorry, habe ich nicht drauf geachtet. Weil Ach er noch Mann. lesen lernen muss. Ja, Ja, muss tut ich er auch noch. wohl. Und er sollte nicht ins Mic Ach gähnen. Mann. Also, Genau. in diesem Sinne ist das Let's Play beendet. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Bis dahin. Dankeschön. Ciao.